Hallo. Da sind wir wieder. Ja. Oh ja. Ätzend. Total ätzend. Total, total ätzend. Nervig. Und ätzend. Ja, normalerweise kann man hier direkt reingehen. Aber hier ist es halt jetzt verschlossen. Stimmt. Man muss das vor der Cutscene machen. Ja. Naja. Aber es wird ein lustiges Segment. Also warum? Zu gucken. Ja, zu gucken ist cool. Zu spielen aber nicht. So, do you like my garden? Ich liebe es total orientierungslos. So gibt es nichts Schönes. Ja. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Louis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Ja, und es scheint noch irgendjemand hier zu sein. Also nicht Louis, sondern noch irgendein anderer Spion oder sonstiges. Ja, das ist der schöne Garten of Madness. Ja, die Musik bräuchte ich jetzt, dann könnte ich mich auch besser konzentrieren. Ich kann sie anmachen. Oh, was ist das? Ich hasse sie übrigens. Ja, hier in dem Garten gibt es überall Hunde. Und die können euch quasi extrem natzen, weil sie schnell sind und klein sind und auf dem Boden sind und Hunde sind. Hund und Resident Hunde, Evil. Ja, ich wollte sagen. Hunde und Resident Evil ist eine alte Tradition, die auch hier in diesem Spiel gewahrt wird. Guck mal, was da ist. Ich hatte so Angst. Viel zu viel, Alter. Naja. Ich weiß gar nicht, wie viel es hier gibt. Fünf? Fünf kommt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bestimmt mehr. Ich glaube, später kommen auch mehrere gleichzeitig, oder? Ja. Das nicht eher schon Wölfe irgendwie? Ja, ne. Was die für Geräusche machen. Ganz komisch. Ich nehme mal die Pumpgun, weil von denen gibt es noch eine fiesere Variante von diesen Viechern. Und die können einen richtig nerven. Ich glaube, hier oben liegt sogar ein Teil. Ja. Ja. Die rechte Hälfte hätten wir bereits. Jetzt brauchen wir noch die linke. Ich glaube sogar, wenn du da runterspringst, kommst du in einen neuen Part von dem Garten. Ja, ich frage jetzt nur, wo ich runterspringen soll. Da ist ein Schatz. Macht das einen Unterschied? Ja. Obwohl, nee, ist eigentlich total wurscht, weil es ein Rundgang. Ja. Kristallsteak? Velvet Blue. Oh, das ist der Ausgang, kann es sein? Tatsache. Ja, bin wieder am Ausgang. Ja. Also, so verwirrend tue ich mich nicht, dass ich hier den Ausgang nicht finden werde. Ist auch so, ist auch verdammt schwierig, weil wir haben noch ein extra Handicap, der ist draußen extrem hell und ich sehe quasi vom Screen nicht viel. Drei. Los Granados. Oh ja. Ey, diese ganze Sturmgewehr, wenn die Gegner auf den Sack. Mir gehen diese Viecher auf den Sack. Haben die hier reingeschifft? Klar. Wo sind die sonst in Schiffen? Keine Ahnung. Durch die Gitterstäbe in Leons geöffneten Mund. Ich frage mich, ob die echt ausbrechen nach einer Zeit oder ob die echt so horrormäßig platziert sind. Team Pinguin. Ich dachte, hier wären auch Ganados dran. Finde ich irgendwie getäuscht. Kommen, glaube ich, noch, wenn du beide Hälften hast oder so. Echt? Ich glaube schon. Ist der Weg aber echt kurz, den ich jetzt habe.
Jetzt spawnen wahrscheinlich noch extremer Köter oder so. Ja, mich ist ja ungruselig. Oh, da ist noch einer. Ey, komm! Fuck, wie echt. Ja, Resident Evil, wenn ich Resident Evil ohne Kamera bin, muss man ganz klar so sagen. Was? Oh, was du für Geräusche machst. Ja, was war das für ein Sample, ey? Enter the Garden of Madness. Ich glaube, sowas baue ich auch in mein Spiel ein. Ja, mach so einen Kettensägen-Typ mit zwei Hunden, die dich festhalten. Das wäre geil, ne? Das wird irgendwie nicht passen. Wieso? Nicht unbedingt Kettensäge, der kann auch irgendwie ein fettes, rostiges Schwert oder Axt haben. Aber ich muss sagen, ich habe den echt ziemlich sweet gemacht, ne? Ja. War schnell. Also beim ersten Mal braucht man deutlich mehr für das Szenario. Ich hatte den auch schwieriger in Erinnerung. Es sind noch voll viele Granaten. Following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Wie cool die aussieht. Ja. Der ist auch aus mit dem Kleid. Ja. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Gibt natürlich Leon. Long time. Oh mein Gott, Ada! Man könnte sie nicht erkennen, die Sonnenbrille. So it is true. True? You're about you working with Wesker. You working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Guck mal, die Fleck hat unseren YouTube-Account in ihrer Brille. See you around. See you around. Ja, noch Ada. Schießen. Oh no. Sie ist so angeschossen, einfach so aus dem Fenster fällt. Und hat dann so ein ganz stumpfes und dann... Oh. Oh. Wow! That's what I'm talking about. Wow! Wie ja. Ja, ne? Du musst mich los, wenn du fast du durch kannst, ne? Sag der Richtige. Wieso? Ich werde dich nicht los. Hallo PvP. Welcome. Jo, das ist auch wieder mit der Hände. Got some rare things. What are you selling? Ja, das müsst ihr wohl gerne. Ja, ich hab das da. Wir konnten uns ja ganz viele Eye of Ducks besorgen. Thank you. Ja, das können wir heute grinden. Und dann können wir einfach invaden. Thank you. Invaded werden. Achso, man wird dann invaded. Geil, ja, das zu machen. What are you buying? Nö. Shogun, nö. Ja. Nö. Die kann man auch easy grinden. Diese Frösche gibt's ja wie Sandama. Pokémon Rot, oder? Ne, mit Pokémon Leaf Green gibt's Sandama. Ja, ja, bei mir gab's. Das wär's noch mal. Ein Rotz. Ja. Ich glaube, was nicht behindert ist. Ach, Gattern und Aber. Ja, überleg mal, was ist für ein Dings? Gift gegen Boden. Aber das ist eigentlich cool, finde ich. Ich mag's nicht. Ich mag's vom Design her. Das eben nicht. Aber ist halt schwach. Nee, jetzt muss ich auch noch den machen. Ich habe echt einen scheiß Zeitpunkt erwischt. Was? So, Mr. Man? Ja, du hast mich wirklich. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, das war nicht geplant. Klar war es geplant. So, ich kann den auch machen. Ich mach den Typen doch. Wobei es ätzend ist, wenn man dabei die ganze Zeit geschossen wird. Das hat auch beim ersten Mal extrem lange gedauert, ja, als ja. Wir das rausgefunden haben. Ich dachte irgendwie, da würde ich total das extreme Rätsel hinterstellen. Ey, ich hab ein Kraut zum Heilen, ne? Ein freaking Kraut.
Ja, kann man nicht irgendwie links noch grinden? Ja, auch Äpfel, damit ich invaded werde. Das wäre gruselig. Stell mal vor, hier so ein rotes Phantom mit so einem fetten Zweihänder, das einen jagt. Würde auf jeden Fall mir Angst machen. Gut, ich werde schon wieder gerufen. Echt? Ha? Ja, und so haben wir nochmal einen neuen Garadur am Start. Und wir müssen quasi hier durchgehen, um das Item zu kriegen. Das ist doch so einfach gefährlich. Ja! Sauber! Also wird das erste Mal enttaubt. Du hast nichts verpasst, ich wurde nur enthauptet. Echt? Ja. Geil. Ey, Alter, das geht mal gar nicht. Trotzdem muss auch mal sein. Ja, es war echt extrem scheiße, ich konnte nichts tun. Ey, das ist doch... Kill den doch erstmal und geht dann. Wie soll ich den killen? Mit dem Blut. Ey, Alter, das macht keinen Spaß, ehrlich. Ihm an den Rücken schießt. Wie das Vieh auf den Sack. Scheiße, das. Ja, es ist halt kein Kindergarten, das Spiel. Nee, aber es ist... Verdammt nochmal, beinhart! Das fickt dich richtig in den Arsch! Jetzt zieh das mal rein. Zieh es mal rein, ich kann nichts tun. Ich bin aber auch genau in dem drin, ne? Ich kann aber auch nichts tun. Die Scheiße geht mir auf den Sack, ehrlich. Hier drin zu kämpfen ist voll insane. Jawohl. Oh, hab ich mich da durchgewurschtelt, ey. Oh ne, die Stille. Aber die macht Spaß. Ich hab übrigens echt extreme Angst vor dem Garador. Echt? Ja, ich mag den nicht. Das sind irgendwie echt fast die schlimmsten Gegner im Spiel. Fast, ich weiß, welche anderen du meinst. Ja. Werden sich die Gegner auch noch freuen. Ja, die werden sich echt freuen. Die werden Luftsprünge machen, sag ich dir. Die ja, genauso wie die Viecher. Wenn man ihnen ein Bein abtrennt. Das ist auch sehr schön, das Highlight, finde ich. Ja, mit dem Schalter haben wir diese Brücke hier oben betätigt. Das muss man eigentlich auch mal auf YouTube haben. Ja. Das ist echt zu schön, um in einem Spiel zu sein. Oh, indem ich mich hier hinstelle, habe ich eigentlich freie Bahn. Nein! Nein! Ist doch egal. Ich hab's geused. Ja, ich wollte es aber mitnehmen. Brutzeln die Schilde weg wie nix, nicht? Ja, sogar beide habe ich dann erwischt. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ist keiner mehr. Können wir hier noch hier die Schatzkammer des Schlosses plündern quasi? Was? Der ist neu. Ja, wie dumm die sind. Der hat eine Maske auf. Hat er? Ja. Hatte er. Das schreit doch auch irgendwie nach einer assigen Aktion. Oh, wie das Burn ist, ey. Ja. Der lebt doch immer noch. Ich hab einen Pfeil gehört. Ja. Er wird jetzt sein blaues Wunder erleben. Ich hatte sogar genug Platz, um den Raketenwerfer mitzunehmen. Das macht mir gerade Angst. Hm. Ja, wir haben. Ja, das ist, weil wir keine Sniper haben. Ja, und die nimmt echt extrem viel Platz noch mit. Nur ist die Frage, ob wir das Ding echt behalten bis zum nächsten Boss. Den Raketenwerfer, nein. Ja. Den feuern wir ab. Spart extrem Muni, oder? Hä?
Wo willst du ihn denn sonst benutzen, wenn nicht beim Boss? Ja, ich will ihn beim Boss benutzen. Ja, ja. Das ist nur die Frage, ob wir den bis dahin echt behalten können, weil nimmt ja echt viel Platz weg. Ist doch nicht mehr viel, wir haben doch schon zwei. Nee, wir haben erst einen Teil. Wir können auch beim nächsten Miniboss benutzen. Hä? Ich weiß gar nicht, wie du als Miniboss bezeichnest. Rechte Hand. Ach so. Ach so. Die, ach ja. Boah, es kommt ja echt noch viel in diesen Dingen hier, ne? Oh nein, es kommt das. Wie sagen wir das bei fast jeder Stelle? Also du. Ja, ich bekomme aber auch echt die Hammerstelle. Leon, ne? I got it. Po. Sander. Die Reaktion auf von dir. Louis! Das Video ist so lustig. Iris! Iris! Das könnte ich eigentlich auch mal auf den Channel von uns schlagen, das Video. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar, oh boy, will make sure you follow the same fate. Wo ist der überhaupt da? Stay with me, Louis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't okay, talk. Louis war jetzt anscheinend ein Forscher, der von Sadler angeheuert wurde. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Warum nicht so die Story erzählt im Spiel? Das ist irgendwie echt brillant. Louis! Iris! Naja, was soll's. Der arme Louis. Sollen wir eine Gedenkminute für Louis jetzt ein? Ja. Okay. Ab jetzt. Vorbei. Ja, schade, schade, ne? Oh. Der Louis. Ach, wo ist eigentlich Louis? Ja, nie ist er da, wenn man ihn braucht. Ach, der ist tot. Naja, schade, aber was willst du machen, ne? Da, wo er jetzt ist, geht es ihm bestimmt besser. Ja, es ist an einem besseren Ort. Ja, er guckt von oben auf uns herab. Wie scheiße sich das anhört. Ja, voll der Assi. Voll der Noble. Ja, Kinders, der elektronischen Unterhaltung durch Medien wie YouTube und unser Eins. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Kutt, ne? Genau, nächsten Teil auf jeden Fall angucken, der wird auf jeden Fall lustig. Und bis dahin, viel Spaß und abonniert und liked. Tschüss. Ja, tschüssi.